Wow, er ist weg. Was? Okay. Was war denn das gerade, Wilhelm? Ich hab's nicht mitbekommen. Ja, ich hab das Unterbewusstsein so, hey, ich kann dir was über Shadow Trap sagen. Und Wilhelm so, was? Und er so, wir haben's vergessen. Und er so, okay. Oh Mann, das ist so typische Wilhelm-Antwort. So, bevor wir diesen Typen da, der schräg an der Wand steht, jetzt fragen, was er denn zu sagen hat und was er überhaupt will von uns. Hallo, Reisende. Spielen wir ein tödliches Glücksspielchen? Später. Werde ich erstmal gerade einen kurzen Cut machen und mal gucken, wer mich da gerade auf dem Handy angerufen hat. Bis gleich. Ach ja. Okay, was? Ja, und es geht wieder weiter. Und wir hören uns jetzt mal an, was dieser nette Herr hier zu sagen hat. Ich rede von Glück, aber ich kann gar nicht verlieren. Und wenn ich gewinne, kriege ich alles, was du besitzt. Hohoho, ich bin böse. Aber damit es wie ein Spiel wird, mache ich zuerst. Du kannst nur warten, bis du dran bist. Also, ich habe hier zwei Waffen. Eine ist vollgeladen, die andere leer. Die hier ist für mich. Und die hier... Nein, die... Moment, die hier ist für mich. Warte, ich sehe nach. Es war andersrum. Okay, gut. Wir kriegen sogar eine Waffe als Belohnung. Sehr gut. Nice. Es war die hier. Nein, es war die hier. Nein, es war andersrum. Das war aber mit zu wenig Emotionen. Er hätte mehr Emotionen zeigen müssen. Daniel, komm mal mit. Wir wollen dahin. Ja, yeah, da ist eine andere Nebenquest. Siedebürstchen-Quest. Oh, da, am Ende eines langen Tunnels. Oh, oh. Oh. What's this? It's a box! Two midgets? Das ist normal. Wieso fühle ich mich radioaktiv? Es zieht doch immer wieder. Hey, hast du mal was echt Gruseliges sehen? Los, Daniel. Ja, ich rede mal mit der Luft. Sehr gut. Wir spielen mit deiner größten Angst. Das wird sau lustig. Graben wir tief in deiner Psyche, wenn man das so nennen kann. Also, wo ist deine größte Angst? Mal sehen, was wir da finden. Mach sie auf, mach sie auf! Okay. Jo, öffne die Angsttüre, Mann. Okay. Gucken wir uns doch mal an. Oh mein Gott. Immer noch nicht furchterregend. Mann, sogar dein schlimmster Albtraum ist kaputt. Du hast... Oh, vielleicht tut sich ja was, wenn du mit diesem runtergerissenen Bauerntrampel da redest. Du hast Angst vor TK? Was ist zum Fuck ist das für eine Vase? Ich... TK? TK! Wer ist da? Du riechst irgendwie nach Trauer und Reue. Echt schlecht. Ja, es ist ewig niemand mehr hier gewesen.
Heute ist der Jahrestag, dass ich meine geliebte Marianne an den verdammten Skag verloren habe. Sag, tust du mir einen Gefallen? Mein kleines Schnitzel hat diese Blumen geliebt. Sie heißen Wüstenkuss. Sind fast so schön, wie sie es war. Würde mir viel bedeuten, wenn du die Vase auf dem Schrein dort damit füllen könntest. Okay. Muss nur da hochkommen. Nein, 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 warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warum hast du Angst vor TK? Was weiß ich? Du musst es doch wissen. Das sind deine Ängste. Ich bitte dich. Wenn Wilhelm das jetzt gedrückt hätte, dann wäre doch eh nur ein schwarzer Bildschirm gekommen. Wilhelm hat doch keine Angst. Höchstens die Kammerjäger. Nicht mal die. Aber ich kann dir nicht sagen, warum ich für TK Angst habe. Ich meine, TK ist ein cooler Kerl. Und so. Alkoholiker. Weiß ich nicht. Ach komm. Ach komm. This game is seriously trolling me. Danke. Oh. Riecht, als hättest du sie gefunden. Bring sie mir. Hoffentlich wird's bald furchterregend. Ich langweile mich halb tot. Okay, machen wir sie rein. Heiliger Bimbam, du hast es tatsächlich geschafft. Vielen, vielen Dank. Du bist echt ein guter Geist. Danke, Sir. Marianne hätte sich gefreut, dich kennenzulernen. Schatz, ich vermisse dich jeden Tag ein bisschen mehr. Ich hoffe, dich sehr bald wiederzusehen. Ach komm, Claptraps größte Angst ist es, allein zu sein. Das alles? Ich hatte zumindest Tentakel erwartet. Weißt du, ich bin seine Furcht vor der Einsamkeit anderer. Sein Herz schlägt nicht für ihn selbst, sondern für andere. Okay. Oh, wie kitschig. Scheiße, komm her, meine Liebste! Oh, Teddy, du hast mir gefällt, mein kleines Eichhörnchen. Oh, bitte, ich kotz gleich. Wir wissen alle, wie das enden muss. Machen wir ein paar kleine Korrekturen, Freunde. Achtung an alle Eindringlinge. Bitte bereiten Sie sich auf Ihre Auslöschung vor. Danke für Ihre Mithilfe. Kammerjäger, rette Sie! Worauf du einlassen kannst! Ganz ruhig, Marianne. Ich bin schon zu dich. Wir kriegen dich nicht mal Schnitzelchen. Endlich tut sich mal was an der Angstfront. Aber hey, jetzt weißt du... Alle Protokolle bitte Mord, Märtyrer und Totschlag unter Programme aktivieren. Oh nein, nicht diese Typen! Wow, jetzt weißt du Angst, warum ich Angst habe vor TK. Vor TKs Einsamkeit? Ja. Du bist ein guter Claptrap. Ich weiß. Außerdem bin ich Alkoholiker. Nein, warte, das war der Falsche. Ja, das war der Falsche. Roboter können kein Alkoholiker werden, das ist irgendwie illegal. Ach, illegal, illegal. So ein Quatsch. Illegal, legal. Illegal, mir egal, scheißegal. Funktional. Ein Klapphund. Au. You can do it. Okay. Oh. Wo sind denn noch welche hier? Au. Wo ist ein Bastard? Oh, nein. Hi, er ist dort. Was mich mal interessieren würde, hattest du damals andere Ängste? Nein. Also du hattest genau das gleiche. Ja, das ist ja alles Claptraps Angst. Ach so, okay. Verstehe. Ich dachte, das wäre auch zu krass, wenn das auf jeden Charakter einzeln gemünzt wäre.
Ja, ich bräuchte mal Hilfe. Ich komme. Stirb mir hier nicht weg. Du bist unbedingt. Ich habe meine Mädchen und die Welt ist in Ordnung. Ich würde vor Freude hüpfen, wenn ich nicht Angst hätte, dass mir mein Bein wegfliegt. Danke, danke und nochmals danke. Ich bin reich. Ein SMG. Willst du sie haben? Lass mal gucken. Können wir mal nehmen. Die hat bestimmt irgendeinen netten Nebeneffekt, sonst hätte sie nicht so einen komischen Namen. Ja, das sind die Glitchwaffen, die haben alle so komische Namen. Ja, aber die haben ja auch alle irgendeinen ganz lustigen Nebeneffekt, glaube ich zumindest. Hey, danke, dass du mir vorhin geholfen hast. Ah. Klar, diese Kerle sind nicht echt, aber in meinem Unterbewusstsein zu existieren, kommt der Sache bestimmt ziemlich nah. Sicher, sicher. Jo. Wo kommt es her? Willst du wissen, wer das kommt? Das ist die Waffe! Ich sag doch, die haben alle Nebeneffekte. Killen! Killen, 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 killen! Ich habe jetzt eine Waffe, die für mich spricht. Die auch für mich jetzt Displays kommentieren wird. Ich brauche jetzt nicht mehr selbst zu kommentieren. Ich habe eine Waffe, die für mich kommentiert. Okay. Weißt du, mit der Waffe vor einer wichtigen Entscheidung stehen und dann kommt das. Oh Mann. Das ist alles bei mir, ist alles so komisch. Du musst wissen, dieser... Jetzt reicht es aber. Dieser Jack in the Box, den habe ich nicht gesehen. Der war bei mir unsichtbar. Oh Gott, das ist ja grauenhaft. I know, right? It's the best thing ever. Welch grausame Macht vermag dieses zu... Es ist wahrscheinlich Randy Torfords Lieblingswaffe. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er sogar eine Attrappe bei sich. Wenn er... Wenn er drauf drückt. Kackackel! Runter. Alter, das ist alles so komisch. Ich glaube, wir sind voll auf dem Drogentrip oder so. Oh, fuck. Oh, fuck. Wenn ich die Waffe wieder wegtun soll, gib Bescheid. Nein, nein, du kannst sie ruhig benutzen. Ich genieße das. This weapon is questioning our sanity. Kicken! Kicken! Daniel! Oh man, das ist so schlecht alles. Das ist gut. God fuck damn it. This weapon. In einem anderen Spiel wäre so eine Waffe ein Hauptfeature. Hier ist es einfach mal so eine Waffe, die du finden kannst. Ist das nicht schön? EA würde sowas als DLC verkaufen. Du folgst mir immer noch. Yeah, son. Okay. I bring a friend with me. Who wants to? Ah, oh, no. Ey. Ja, wo ist das denn? Ach Gott, alles total Überforderung. Je schneller diese Waffe schießt, desto durchgedrehter wird sie. Das ist definitiv Trollfords Lieblingswaffe. Weiß nicht, wo will ich denn hin? Wann zu dir, Shadow Trap?
Ich will auch nur mal gucken, was es hier so gibt. Kein Stress hier, kein Grund hier gleich Stress zu machen. Genau, das war, was ich sagen wollte. Verdammt nochmal. Merkel? God damn it, diese Waffe, Mann. Fucking love it. Hier in diesem Addon dreht sowieso alles ab. Ich habe irgendwelche komischen Grafikbugs. Du findest diese komische Waffe da. Was soll denn noch kommen? Du hattest die Entscheidung, sie an dich zu reißen. Aber du hast sie mir gegeben. Wir können auch da oben hin. Ja, ist auch okay. Wie kommt man denn da oben?